Hallo und herzlich willkommen zu unserem MHP Deep Dive. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Gen-AI-Revolution, Unternehmensprozesse nachhaltig skalieren. Schön, dass wir Sie heute bei unserer Websession begrüßen dürfen. Mein Name ist Stefanie Vetter und ich bin ebenfalls Mitarbeiterin bei MHP. Jetzt freue ich mich aber sehr, unsere heutigen ReferentInnen bei uns willkommen zu heißen. Zu Gast sind Philipp Schützbach, Senior Sales Engineer bei Dataiku, Mike Frenzer, Consultant, Data Science und Advanced Analytics und Alexandra Hesse, Senior Manager, Data Science und Advanced Analytics, ebenfalls bei MHP. Schön, dass ihr heute dabei seid. Bevor wir dann gleich starten, habe ich vorab noch ein paar technische Hinweise für Sie. Über die Chat-Funktion können Sie während des Vortrags anonym Ihre Fragen an unsere ReferentInnen stellen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen am Ende der Präsentation persönlich zu stellen. Wir freuen uns über einen regen Austausch, also scheuen Sie sich nicht, Ihre Fragen auch zu stellen. Nutzen Sie hierfür bitte einfach das Handheben-Tool, ich rufe Sie dann entsprechend auf. Achtung hierbei, Ihre Mikrofone sind von Ihrer Seite aus auf stumm gestellt. Bitte entmuten Sie sich dann nach Aufruf entsprechend selbst. Das kann einen kleinen Moment dauern, mehrfaches Klicken ist hierbei aber nicht notwendig. Das Programm erkennt Ihre Anfrage, braucht allerdings kurz, um diese zu verarbeiten. Eine Einsicht in die Unterlagen haben Sie nach unserem Deep Dive über unsere MHP Events Mediathek. Und einen Videomitschnitt dieser Websession finden Sie in Kürze wie immer auch auf YouTube. Bevor es nun richtig losgeht, noch der kurze Hinweis auf die folgenden Deep Dives im Monat Oktober und November. Am 26.10. hören wir einen spannenden Deep Dive mit dem Titel KI Power für die Produktion. So steigern Sie Effizienz und Qualität mittels visueller Inspektion. Am 16.11. haben wir ein Deep Dive namens Der Weg zum Net Zero. Meistern Sie die Dekarbonisierung Ihres Unternehmens. Und am 23.11. erfahren wir mehr zur Digitalisierung in der Lackiererei. Der Weg zur Zukunft mit Painted. Informationen zu den nächsten Deep Dives finden Sie auch auf unseren LinkedIn- und Xing-Kanälen, wo Sie auch spannende Eindrücke und News rund ums Unternehmen erhalten. Dann bleibt mir jetzt nur noch, Ihnen viel Spaß beim heutigen Deep Dive zu wünschen und das Wort an Alexandra zu übergeben. Danke dir, Steffi. Freut mich auch sehr, Sie begrüßen zu dürfen und Sie heute durch den Deep Dive führen zu dürfen. Was haben wir heute vor? Im ersten Schritt möchten wir Ihnen gerne einen Überblick geben über den Stand von AI und damit natürlich auch von GenAI. Im nächsten Schritt widmen wir uns dann die Frage, wie man GenAI im Unternehmen skalieren kann und stellen Ihnen dann auch ein Spannungsdreieck vor. Wir werden Ihnen dann im nächsten Schritt zeigen, das Thema Governance ist hier ganz entscheidend und ist ein wichtiger Faktor, um GenAI skalieren zu können. Und genau das wird dann auch im letzten Schritt Philipp von Dataiku Ihnen im System zeigen. Was ist der aktuelle Stand von AI? Gerade wenn wir uns das jetzige Jahr anschauen, ist der entscheidende Unterschied: AI ist für absolut jedermann erreichbar und nutzbar. Und zwar auch über die Sprache, sei es nur mündlich oder über den Text. Wir alle können AI nutzen. ChatGPT hat die Vorteile, AI wirklich auch dem letzten Endnutzer dargestellt. Und dies hat dem Thema natürlich nochmal einen enormen Schub gegeben. Was natürlich auch wichtig ist, AI-Modelle haben sich in den letzten Jahren enorm verbessert. Je nachdem, welchen Use Case man sich anschaut, kann es sogar sein, dass die AI den Menschen schlagen kann. Vor ein paar Jahren kam das noch groß in den Medien. Also ein Mensch wurde bei Go geschlagen von einer AI. Das ist mittlerweile Standard und niemand wundert sich in unserer Gesellschaft mehr drüber. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Unternehmen, denn das gleiche Phänomen sehen wir jetzt auch in diesem Kontext. Was hat das für Auswirkungen? Erst einmal sehr gute, denn das bedeutet, dass wir enorme Produktivitätsgewinne auch im Unternehmenskontext gewinnen können. Wir haben hier hingeschrieben mal bis zu 38% und ich kann Ihnen sagen, dass wir dies auch in unseren eigenen Projekten feststellen konnten. Zudem möchten wir Ihnen noch einen ganz wichtigen Gedanken mitgeben. AI ist absolut nicht neu. Gerade ist AI überall in den Medien vertreten und damit natürlich auch Generative AI. Aber eigentlich haben wir den Peak dieses Hypes schon längst verlassen und wir befinden uns bereits auf einem stabilen Plateau. Und jetzt geht es darum, wie wir AI unternehmensweit implementieren und skalieren können. Darüber geht es genau heute. Wenn wir uns das mal im Detail anschauen, und was ich an dieser Stelle auch immer gerne betone, ist, ChatGPT, was wir jetzt alle kennen, das ist wirklich nicht der Anfang von Generative AI. Seit 2018 gibt es bereits Modelle in diesem Kontext. Natürlich am Anfang nur mit einem sehr begrenzten Nutzerkreis. Das hat sich in den Jahren 2020 bis 2022 langsam geändert, denn es wurden immer wieder neue Modelle entwickelt, die alle ihre Stärken und Schwächen haben. Was auch noch interessant ist, GPT-4
ist mit 1,8 Billionen Parametern jedoch das bis dahin größte Modell. Und ja, wenn man sich jetzt mal die Y-Achse genauer anschaut, dann sieht man, GPT-4 ist im Vergleich zu GPT-3 zehnmal so groß. Aber bedeutet größer auch immer gleich besser? Nein, denn je nach Anwendungsfall kann es sehr viel Sinn machen, sich für ein anderes Modell zu entscheiden. Hier gilt der Spruch, den wir alle kennen, man schießt nicht mit Kanonen auf Spatzen. Das gilt auch für jedes LLM-Modell. Einfach mal ein kleiner Deep Dive in ein Modell für alle, die sich auch für die Entwicklungen in diesem Bereich interessieren. Gerade wird das Tiny Llama-Modell trainiert. Allein für das Training sind gerade 90 Tage angesetzt und man kann den Trainingsfortschritt, das finde ich sehr interessant, auch live mitverfolgen. Das können Sie einfach googeln. Der Link ist auch angegeben und man kann man live mitverfolgen, wie das Training sich weiterentwickelt. Natürlich verbessert sich das Modell im Zeitverlauf. Je niedriger der Wert, desto besser wird das Modell. Und auch hier gilt das Gleiche, wie ich gerade schon gesagt habe, wird dieses Modell GPT-4 schlagen in der Genauigkeit? Wahrscheinlich nicht. Aber dafür ist es, und das steckt ja bereits im Namen, sehr klein. Und damit für Anwendungsfälle geeignet, für die GPT-4 nicht geeignet ist. Zum Beispiel könnte man das Tiny Llama-Modell für Edge-Devices nutzen. Wenn man das Ganze jetzt mal zusammenfasst. Was kann man zum aktuellen Stand von Generative AI sagen? ChatGPT ist eigentlich auch nur die Spitze des Eisbergs. Und das ist das, was beim Endkunden ankommt. Möglichkeiten von Generative AI im Unternehmenskontext sind wesentlich vielfältiger. Und dieses Potenzial wollen wir auch heben. Und hier sprechen wir nicht nur von anderen Modellen, die wir gerade gezeigt haben. Und wir sprechen auch nicht davon, dass es einzelne Anwendungsfälle im Unternehmen gibt, sondern es gibt wirklich massiv viele Anwendungsfälle, die sehr interessant sind. Und das darf man nicht vergessen, auch Video- und Bildmaterial sind im Unternehmenskontext sehr interessant. Wahrscheinlich haben Sie auch in den Medien genommen, dass OpenAI auch etwas für Videos und Bilder bietet. Auch das kommt jetzt zu den Unternehmen. Was wir oft gefragt werden in den letzten Monaten ist, wie kann ich denn so einen Chatbot in meinem Unternehmensbereich denn auch einsetzen? Und ganz klar, das finde ich macht auch Sinn, denn das sehen wir ja als Endnutzer auch. Und da habe ich Ihnen einfach mal ein kleines Video mitgebracht, wo man sehr schön sehen kann, wie das funktioniert. Also wir haben hier einen Chatbot, wo man verschiedene Fragen stellen kann, entweder natürlich vordefinierte und man bekommt dann auch eine Antwort. Und das Interessante ist, man bekommt nicht nur eine Antwort mit dem Text, sondern man bekommt auch die dazugehörige Quelle. In der Quelle kann man dann weiterführende Informationen suchen. Ein weiteres Thema ist natürlich, andere Fragen zu stellen. Auch das ist selbstverständlich möglich. Man bekommt eine entsprechende Antwort. Und falls man auch sagt, hey, ich möchte nicht nur den Text, ich möchte vielleicht auch eine HTML-Tabelle, ist dies selbstverständlich auch möglich. Man sieht hier, die HTML-Tabelle wird gerade generiert. Jetzt ist es natürlich auch so, dieses kleine Beispiel ist schon sehr hilfreich und generiert Business Value, aber er ist nur ein POC und es wären viele, viele andere POCs auch möglich. Und mein Kollege Mike wird ihm im nächsten Schritt einfach mal zeigen, wie so eine Reise für ein Unternehmen aussehen könnte. Ja, vielen Dank, Alexandra. Und auch von mir herzlich willkommen zusammen. Auf der Folie können Sie unseren Ansatz sehen, wie wir Generative AI im Unternehmen skalieren würden, um dann eben auch die Wertschöpfung zu steigern. Also ganz rechts sieht man, wie die Wertschöpfung in diesen verschiedenen, in den vier Stufen gesteigert werden kann. Die erste Stufe hat die Alexandra gerade schon gezeigt. Das ist ein isolierter Proof of Concept, der in einer einzelnen Abteilung abliegt, beispielsweise in der IT, im Service oder im Vertrieb. Die nächste Stufe wäre eine Generative AI-Plattform. Hier ist das Konzept der Wiederverwendbarkeit. Also, dass man einmal eine Schnittstelle zu einem Modell baut, also wie wir eben gesehen haben, es gibt ja viele verschiedene Modelle, und die dann wiederum unternehmensweit nutzbar macht. Oder eben einmal eine Erstellung einer Datenanbindung, beispielsweise an SharePoint oder an andere Datenbanken. Die dritte Stufe wären Plugins. Plugins sind Generative AI-Anwendungen, die auch externe Systeme ansteuern können, beispielsweise SAP oder Salesforce. Das heißt, man könnte die Anwendung starten und diese würde automatisch eine SAP-Bestellung beauftragen. Die letzte Stufe, die vierte Stufe, die habe ich tatsächlich auch noch nie in einem Unternehmen gesehen und noch kein Kollege, mit dem ich bisher gesprochen habe. Also ist eher in die Zukunft gerichtet, wäre ein Swarm of Agents. Hier gibt es viele verschiedene Plugins über das ganze Unternehmen verteilt, die jetzt nicht nur mit externen Systemen kommunizieren, sondern die auch untereinander kommunizieren. Und es gibt natürlich viele verschiedene Herausforderungen, um die einzelnen Stufen nachhaltig zu meistern. Hierfür haben wir folgendes Spannungsdreieck mitgebracht. Man sieht hier verschiedene Perspektiven.
also verschiedene Personen dargestellt in den einzelnen Bildern, die wir auch mit Generative AI erstellt haben. Und diese bilden ein Spannungsdreieck. Oben links sieht man den Head of Innovation, der natürlich versucht, Innovation schnell ins Unternehmen zu bringen. Wie wir eben schon gesehen haben, es gibt sehr viele Generative AI-Modelle und praktisch monatlich neue Generative AI-Modelle. Und diese Rolle will natürlich immer die neuesten Modelle im Unternehmen haben. Auf der anderen Seite sehen wir die Integration in die Organisation von der COO. Hier spielt natürlich IT-Sicherheit eine große Rolle, auch der Zugang zu Daten. Was man auf jeden Fall vermeiden will, sind in dem Fall Compliance-Verstöße, die natürlich zu einem sehr großen Schaden führen. Als letzten Punkt im Spannungsdreieck haben wir einen Head of Sales, also einen Fokus auf schnelle, produktive Nutzung. Wir haben eben die Produktivitätssteigerung von ca. 40% gesehen. Die will man natürlich aufgreifen, um als Vorreiter im Markt zu sein oder aber auf gar keinen Fall hinter den Markt abzufallen. Wenn man jetzt das Spannungsdreieck noch schließt, ist natürlich die Frage, wie kann man eine schnelle, produktive Nutzung gewährleisten und gleichzeitig aber das passende Generative AI-Modell verwenden. Wir haben es am Tiny Llama-Modell gesehen. Man weiß, dass es kommen wird, aber man kann es ja noch nicht nutzen. Und diese, ich glaube, 6 Wochen müsste es noch dauern, bis es fertig ist. Die kann man jetzt ja natürlich auch nicht warten, wenn man schnell produktiv gehen will. Jetzt stellen wir uns die Frage, wie können wir dieses Spannungsfeld ausbalancieren? Und dafür haben wir ein kleines Zitat mitgebracht. Good governance makes it really difficult to do the wrong thing and really easy to do the right thing. Wir wollen das Spannungsfeld somit nachhaltig mit Governance aufbauen und das somit ausbalancieren. Im Folgenden werde ich auf die einzelnen 3 Perspektiven draufschauen und da nochmal erklären, wie man diese auflösen kann, sodass man ein nachhaltiges Fundament schafft. Als erst hätten wir schnelle Innovation von GenAI-Technologien. Also wie können wir mit innovativen Technologien Schritt halten? Hier wäre der erste Punkt eine Abstraktion. Also die Architektur muss so gestaltet sein, dass eine Auswahl von Modellen und Search-Algorithmen dargestellt wird. Also dass man vorgefertigte Schnittstellen hat, in denen man zwischen Modellen auch hin und her springen kann. Hierbei muss die Architektur auch dazu imstande sein, auf intern gehostete Modelle zurückzugreifen. Hierbei ist es wichtig, dass wirklich alle Modelle gehostet sind, die es gibt, aber es sollte dennoch eine Auswahl an Modellen da sein und die sollten mit einheitlichen Schnittstellen angebunden sein. Unsere Empfehlung wäre hier erstmal, den Zugang zu externen Modellen ermöglichen. Wir haben es eben in dem Video gesehen, wo man die Quelle auch nachschauen konnte. Das war ein Retrieval Augmented Generation Ansatz. Das heißt, wir haben ein externes Modell genommen und mit den eigenen Daten gefüttert. Und das war am Ende praktisch auch schon die ganze Magie dahinter. Es hat noch kein Feintuning, kein Retraining stattgefunden. Das externe Modell wurde praktisch nur mit den Unternehmensdaten gefüttert. Als nächsten Punkt hätten wir Fokus auf die Zielarchitektur. Man sollte schon frühzeitig schauen, was man am Ende mit den Anwendungen machen will, um die dann in den SAP oder in den Microsoft Plugin Architektur auch zu integrieren. Also wenn man heute beispielsweise eine Textgenerierung baut auf Unternehmensdaten, sollte man schon frühzeitig schauen, wie kann ich das Ganze später in Word oder in PowerPoint auch einbauen. Und der letzte Punkt ist das Data Handling. Jede AI-Anwendung ist am Ende des Tages nur so gut wie die zugrunde liegenden Daten. Deswegen müssen die natürlich auch wiederum in einer guten Form zur Verfügung stehen und man muss auch wissen, welche Daten stehen zur Verfügung. Als nächsten Punkt die Integration in die Organisation. Hier haben wir als ersten Punkt den Access. Also es muss klar gesteuert sein, welcher User auf welche Daten, auf welche Modelle Zugriff hat und welche Daten in welches Modell eingegeben werden dürfen, um da auch wiederum nicht in Compliance-Verstöße zu kommen. Hier gibt es verschiedene Methoden, Single Sign-On, LDAP, es gibt noch viele weitere, aber es muss klar gesteuert sein, welche Person auf was auch zugreifen darf. Hierbei ist die Definition von festen Rollen aus Governance-Sicht von essentieller Bedeutung. Es muss klar erkenntlich sein, wer für welche Daten zuständig ist und wer auch welche Use Cases betreut, damit man immer genau weiß, welchen Ansprechpartner brauche ich, um an die und die Daten zu kommen. Und hier ist eine klare Rollendefinition wichtig. Hier haben wir beispielsweise den Data Product auch nochmal mitgebracht. Danach ergibt sich natürlich die Frage, wenn ich diese und diese Daten benutze, welche Risikoklasse habe ich wiederum, um da nicht in Verstöße zu bekommen? Data and AI Act wird demnächst kommen und da muss man natürlich aufpassen, dass man keine Rufschädigung hat, dass man sich an die gegebenen Gesetze dann auch hält im nächsten Schritt. Und als letzten Punkt wiederum die Datenqualität.
die wiederum als Fundament dient. Nur wenn die Daten korrekt sind, kann auch die Ausgabe im Endeffekt korrekt sein. Der letzte Punkt wäre ein Fokus auf eine schnelle, produktive Nutzung. Und hier steht für uns die AI-Demokratisierung im Mittelpunkt. Die meisten Use Cases und Anwendungen kommen natürlich aus den Fachbereichen. Das heißt, man muss die Mitarbeiter in der Firma dazu enablen, Potenziale selbst zu erkennen und vielleicht schon erste Schritte selbst zu unternehmen, beispielsweise die Daten in einer entsprechenden Form abzuspeichern oder auch erste Gen-AI-Kniffe durchzuführen. Und diese Ergebnisse wiederum sollten dann für alle zugänglich gemacht werden. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine wäre beispielsweise Low-Code oder No-Code-Tools zu verwenden und vor allem auf die Erklärbarkeit zu achten. Wir haben es vorhin gesehen in dem Chatbot-Text-Applikation. Man hat eine Frage gestellt, man hat eine Antwort bekommen und konnte sich dann aber auch die PDF-Datei dazu angucken, woher die Antwort kam. Das heißt, man konnte sicher sein, diese Antwort stimmt im Endeffekt auch. Als nächstes hätten wir das Use-Case-Management. Hier ist natürlich wichtig, dass man die Use Cases priorisiert, um so auch den möglichst guten Business Value zu erzielen. Und auch, dass die Use Cases voneinander lernen können, dass es hier strukturierte Verfahren gibt, welche Use Cases wann wie bezuschusst werden. Und als letztes, ich glaube, das habe ich die ganze Zeit schon öfter erwähnt, wäre die Wiederverwendung. Also nur wenn Dinge wiederverwendbar gestaltet sind, kann man sie auch im Endeffekt wieder skalieren. Das heißt, vorgefertigte API-Schnittstellen, vorgefertigte Anbindungen an Daten, dass man diese wirklich einmal im Unternehmen aufbaut und die dann für alle zugänglich macht, die eben die bestimmten User-Rechte auch haben. Und so können wir im Endeffekt das Spannungsdreieck skalieren und eine gute Wertschöpfung betreiben mit Generative AI. Aber jetzt genug von der Theorie. Der Philipp ist ja heute von Data IQ mit dabei und wird das Ganze mal zeigen, wie das in einem Tool aussieht und dargestellt werden kann. Danke dir, Mike. Danke für die Einleitung und auch herzlich willkommen von meiner Seite. Wie eingangs beschrieben, wir haben in einer gewissen Weise ein Spannungsdreieck. Auf der einen Seite müssen wir die Agilität gewährleisten, sich sehr schnell ändernde Technologie, viele verschiedene Modelle schnell im Unternehmen nutzen zu können. Parallel, um es im Kontext von Enterprise-Daten zu nutzen, müssen wir aber auch sicherstellen, dass die Modelle sicher genutzt werden. Das heißt, dass wir einen Governance-Layer haben, dass wir Kontrolle haben, wofür, auf welchen Daten, durch wen die Modelle genutzt werden. Und am Ende, Mehrwert wird nur geschaffen, wenn wir Use Cases produktiv umsetzen. Und dazu müssen die, ich sag mal, Einstiegshürden reduziert werden, um eine Vielzahl an Use Cases schnell automatisiert umzusetzen. Und die Frage ist, wie kann das gelingen? Wie kann eine Plattform helfen, diese, ich sag mal, Herausforderung, dieses Spannungsfeld aufzulösen? Und unsere Antwort als Data IQ darauf lautet LLM Mesh. Was meinen wir mit dem Begriff LLM Mesh? Unser Ansatz ist, wie gesagt, eine Plattform, eine Advanced Analytics AI-Plattform anzubieten, die auch die Nutzung von Gen AI ermöglicht. Und mit dem Begriff LLM Mesh oder mit dem Konzept LLM Mesh versuchen wir eine Entkopplung der Infrastruktur, das heißt der verschiedenen Modelle wie GPT, wie Bedrock im AWS-Kontext, wie Cohere, Anthropic. Eine Vielzahl an Modellen kommt auf den Markt, teils API-basiert, teils Open Source, verfügbar über Frameworks wie Hugging Face. Das heißt, wie können wir schnell verschiedenste Modelle anbinden und zu all diesen Modellen ein sicheres Framework etablieren, was Zugriffskontrolle auf diese verschiedenen Services oder selbst gehosteten Modelle ermöglicht, was die Möglichkeit gibt, alle Interaktionen mit Modellen zu einen vollen Auditpfad abzubilden. Wie können wir mit persönlichen Informationen, wie beispielsweise Kontonummern, E-Mail-Adressen umgehen? Wie können wir sicherstellen, dass solche Informationen nicht an eine externe API geschickt werden? Aber auch Kostenreporting. Das heißt, der Gedanke ist, hier ein Konzept zu schaffen, was es ermöglicht, schnell neue Modelle im Unternehmenskontext zu integrieren, Standards zu etablieren, die die sichere Interaktion mit diesen Modellen gewährleisten und darüber einen Applikationslayer anzubieten, der eine Vielzahl an Nutzern sowohl in Low-Code befähigt, aber auch in Code mit dieser darunterliegenden Infrastruktur zu interagieren und schnell Use Cases umzusetzen und auch zu operationalisieren. Am Ende des Tages
geht es darum, Use Cases umzusetzen. Und wie kann die Plattform hier helfen, das schnell und effizient zu gewährleisten? Am Ende würde ich behaupten, gibt es durchaus unterschiedliche Level an Komplexität an Gen-AI-Applikationen. Wenn wir in die Vergangenheit gucken oder in die letzten Jahre, Use Cases wie, ich sag mal, klassische NLP-Use Cases, wie eine Sentiment Classification oder Text Summarization Use Cases. Das sind Dinge, wo wir in der Vergangenheit durchaus ein Sprachmodell feintunen mussten, in der Regel auf unseren Datensatz. Das sind Dinge, die LLMs mittlerweile sehr gut out of the box können, wo keinerlei weiterer Kontext übergeben werden muss, wo wir einfach out of the box ein LLM nutzen können, um solche Applikationen, solche Use Cases zu realisieren. Und hier bietet die Plattform die Möglichkeit, visuell basiert auf verschiedenste Modelle, auf den Mesh zurückzugreifen, um einfach und schnell solche Applikationen oder solche Use Cases zu realisieren. In einigen Use Cases ist es aber auch notwendig, ich sag mal, die Instruktionen, die wir an ein LLM schicken, zu tunen. Das heißt, wie soll vom Stil die Antwort formuliert werden? Welche Struktur, welche Formatierung soll eine Antwort haben? Will ich Beispiele übergeben, was ich erwarte als Output-Format? Das Ganze fällt, würde ich sagen, unter den Begriff Prompt Engineering. Das heißt, wie kann ich hier am Ende auch Domänenexperten, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wer kann beurteilen, ob die Antwort eines LLMs gut oder schlecht ist? Ist das ein Data Scientist oder ist das die Person, die die Domäne kennt, die den Use Case kennt? Und ich bin mir sehr sicher, es ist Letzteres. Das heißt, wie kann ich die Einstiegshürde reduzieren, um am Ende die Domänen zu empowern, Prompts zu optimieren, um am Ende die Qualität des Outputs von den Modellen zu tunen und am Ende auch eine informierte Entscheidung zu treffen aus Qualität des Outputs und den Kosten, die mit dem ein oder anderen Modell einhergehen. Wie wir eingangs gesehen haben, gibt es aber auch Use Cases, wo es um die Interaktion mit internem Wissen geht. Hier gibt es grundsätzlich zwei Ansätze. Man kann ein Modell nachtrainieren. Das heißt, die Modelle, Open-Source-Modelle oder proprietäre Modelle, sind sich nicht bewusst, was das interne Wissen oder über das interne Wissen in einem Unternehmen. Das heißt, wie kann ich ihm diesem Modell diesen Kontext beibringen? Feintuning solcher Modelle ist sicherlich eine Option. Was wir eingangs gesehen haben, ist ein sogenannter Retrieval-Augmented-Generation-Ansatz, in dem wir das Modell nicht nachtrainieren, sondern ihm über eine vektorisierte Repräsentation der Daten relevante interne Informationen als Kontext übergeben, um eine Antwort zu erzeugen. Ich würde sagen, wir springen einfach mal ins Tool und gucken uns an, erstmal, wie kann dieses Mesh-Konzept realisiert werden, um, ich sag mal, die Agilität, verschiedene Services, verschiedene Modelle schnell nutzen zu können und wie können wir eine sichere Nutzung dieser verschiedenen Modelle sicherstellen. Und dann gucken wir uns an, wie kann das aus Endnutzerperspektive aussehen, um verschiedene Applikationen zu entwickeln, verschieden komplexe Applikationen. Dazu springen wir einfach mal in das Tool. Wie gesagt, als DataIQ bieten wir eine Advanced Analytics Data Science Plattform an, die am Ende auch die Nutzung von Gen-AI ermöglicht im Unternehmenskontext. Und Nutzer kommen hier auf eine kollaborative Plattform. Das heißt, wir sehen hier quasi die Startseite unserer Plattform, unserer Designumgebung unserer Plattform. Und die Arbeit wird hier in Projekten organisiert. Das heißt, man kann sich das wie ein Projekt für einen Use Case vorstellen. Und am Ende steuern wir in dieser Plattform die Berechtigung zur Partizipation an Projekten rollenbasiert. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, entsprechend über Rollenkonzepte wie einen Single Sign-On, über LDAP, Active Directory, entsprechend interne Rollenkonzepte in die Plattform zu mappen und basierend auf diesen Rollen Berechtigungen zu erteilen, mit Datenbankanbindungen zu interagieren, aber auch mit Modellen zu interagieren. Das heißt, aus Administrationsperspektive würde hier entsprechend für die Endnutzer aufgesetzt werden, was für Daten habe ich verfügbar in meiner Plattform und welche Rollen dürfen diese Daten konsumieren. Ich habe aber auch die Möglichkeit, hier LLM-Services oder Open-Source-Modelle verfügbar zu machen. Das heißt, ich kann zum einen Daten anbinden, ob das in der Cloud, ob das On-Prem, ob das relationale, nicht relationale Datenbanken sind, das ist erstmal egal. Ich kann hier aber auch Sprachmodelle, also LLMs, Services
also API-basierte Modelle, anbinden oder lokale Modelle. Und um dieses Mesh-Konzept zu etablieren, ist es, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, pro LLM steuern zu können, wer darf denn das Ganze konsumieren? Wie will ich mit sensitiven Informationen umgehen? Wie will ich toxischen Content in der Antwort moderieren? Und das können wir in dem Sinne, wenn wir eine Connection etablieren zu, in dem Fall beispielsweise einem Hugging Face Modell, das heißt einem Open Source Modell, haben wir zum einen die Möglichkeit, über unsere Rollenkonzepte zu steuern, wer darf das Ganze nutzen? Wie will ich mit Audit Trails umgehen? Will ich jede Interaktion mit dem Modell loggen, sowohl Query als auch Response? Will ich gewisse Datensätze blocken, um sie an dieses Modell zu schicken oder gewisse Datenquellen? Wie will ich mit toxischem Content umgehen? Das heißt, sowohl in der Query, wenn eine Frage an ein Modell geschickt wird, die potenziell toxischen Content enthält, will ich die Query unterbinden oder wie will ich damit umgehen? Das Gleiche gilt für die Response. Genauso kann ich mit persönlichen Informationen verfahren. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit zu steuern, wenn beispielsweise E-Mail-Adressen, Kontodaten, solche Informationen in meiner Query an ein Modell sind, will ich diese unterbinden? Will ich sie pseudonymisieren, anonymisieren oder will ich die Query unterbinden? Das alles ist in dem Sinne das Mesh-Konzept. Das heißt, zum einen die Agilität, Modelle anzubinden, aber auch die Fähigkeit zu kontrollieren, wer darf mit welchem Service interagieren und wie monitore ich quasi die Interaktion mit dem Modell und wie stelle ich sicher, welche Informationen dürfen an das Modell geschickt werden und welche nicht. Wie könnte das Ganze jetzt aus der Applikationssicht aussehen? Das heißt, wie könnte ein Endnutzer hier Applikationen entwickeln? Und wie gesagt, das können sehr einfache Cases sein, wie Text Summarization. Es können aber auch sehr komplexe Use Cases oder komplexere Use Cases wie eine Interaktion mit internem Wissen sein. Springen wir einfach mal rüber in ein konkretes Projekt. In dem Sinne, was sehen wir hier? DataIQ ist, wie gesagt, eine kollaborative Plattform. Das heißt, wir können hier mit verschiedensten Nutzern zusammenkommen, um einen sogenannten Flow zu entwickeln. Der Flow ist am Ende nichts anderes als eine Datenpipeline, eine visuelle Repräsentation unserer Datenpipeline. Und alles, was wir hier in blau sehen, sind erstmal Datensätze und die können in verschiedenen Datenbank-Konnektoren liegen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, mit diesen Daten zu interagieren, sowohl in einer klickbasierten Art und Weise, als auch in einer codebasierten Art und Weise. Fokus wird heute wirklich auf die Interaktion mit Large Language Modellen sein und das in einer primär klickbasierten Art und Weise. Aber grundsätzlich bietet die Plattform beide Möglichkeiten. Zu dem Use Case. Wir haben in dem Sinne hier verschiedenste Vertragsdokumente, also unstrukturierte Daten, PDF-Dokumente, durchaus ja, viele Seiten, von 4 Seiten bis hin zu 100 Seiten. Und wir würden gerne, ich sag mal, in einem ersten Schritt mit diesen Daten interagieren und erstmal sagen, ja, lass uns diesen Text mal zusammenfassen. Wie könnte ich das in dem Sinne mit Large Language Models realisieren? Wenn wir unseren Datensatz auswählen, haben wir die Möglichkeit, auf sogenannte LLM-Recipes zurückzugreifen. Das sind am Ende visuelle, klickbasierte Prozessoren-Schritte, die im Hintergrund Large-Language-Modelle nutzen. Und das kann genutzt werden, um, ich sag mal, sehr einfache Tasks wie Sentiment Classification, Text Summarization zu realisieren. Und wir greifen dabei auf unseren Mesh an Modellen zurück. Wie könnte das jetzt hier für Text Summarization aussehen? Wenn wir da einfach mal reinklicken, aus der Endnutzerperspektive, basierend auf meiner Rolle, habe ich die Berechtigung, mit verschiedenen angebundenen Modellen zu interagieren. Das heißt, in dem Fall sind für meinen Nutzer viele Modelle freigegeben. Das liegt auch daran, dass ich auf der Plattform Administrator bin. Das heißt, das können lokale Modelle sein. Das können cloudbasierte Modelle wie OpenAI Endpoints sein. Das können AWS-Services sein. Das heißt, hier haben wir die Flexibilität, was auch immer neu kommt, anzubinden. Und als Endnutzer wähle ich mein Modell und am Ende muss ich nichts weiteres tun, als in meiner Tabelle, in meiner Datenbank die Spalte auszuwählen, in der der Text abgelegt ist. Sobald ich das Ganze ausführe, kriege ich eine Response von meinem Modell und schreibe sie wieder in eine Datenbank.
Und wenn wir da einfach mal reinspringen, sehen wir am Ende unseren Text, also unseren Vertragstext, und wir kriegen pro Vertragstext quasi eine Response unseres Modells, die in dem Fall den Text zusammenfasst. Und ganz, ganz wichtig, wir sehen hier auch für einige Einträge eine Response mit einem Error-Code. Und in dem Fall, Modelle sind je nach Modell limitiert, was die Menge an Text, die sie verarbeiten können, angeht. Das heißt, das Ganze nennt sich Context Window. Und je nach Use Case braucht es die Flexibilität, in dem Sinne auch das eine oder andere Modell nutzen zu können. In dem Fall haben wir hier teils sehr, sehr, sehr große PDF-Dokumente, die einfach architektonisch gewisse Modelle, gewisse Modellarchitekturen vom Context Window sprengen. Das heißt, dieses Modell kann diese Menge an Text nicht in einer Query verarbeiten. Deswegen wir hier in dem Fall auch eine Response bekommen, der Text ist zu lang für dieses Modell. Das heißt, hier die Flexibilität zu haben, ganz einfach auf andere Modelle zurückzugreifen, ist, würde ich sagen, unverzichtbar im Unternehmenskontext, um hier die Flexibilität zu haben, schnell neue Modelle zu adaptieren und entsprechend auf dem Use Case das passende Modell auszuwählen. Jetzt haben wir hier in dem Sinne eine Zusammenfassung bekommen. Wir haben aber keinerlei Kontrolle, wie der Ton, ob das eine gewisse Struktur einnehmen soll. Das heißt, es ist einfach, ja, fass mir bitte den Text zusammen und wir kriegen eine Response. Wie können wir das Ganze in dem Sinne optimieren? Wie können wir beeinflussen, wie das Format, wie Ton der Sprache formuliert ist? Und das Thema nennt sich Prompt Engineering. Am Ende sind Large Language Models sehr, sehr sensitiv darüber gegenüber, wie ich die Frage stelle, entsprechend wie der Output aussehen wird. In DataIQ haben wir die Möglichkeit, hier mit Prompt Studios die Art, wie wir eine Query an ein Modell stellen, zu tunen und auch Domänenexperten zu befähigen, hier an diesem Prozess zu partizipieren, um am Ende die Qualität des Outputs zu evaluieren und auch die assoziierten Kosten, wenn ich das ein oder andere Modell verwende. Wie könnte das jetzt aussehen? Das heißt, wir haben in dem Sinne auch unsere Vertragsdaten, aber wir würden gerne die Struktur unserer Response von dem Modell in dem Sinne beeinflussen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, über Prompt Studios mit verschiedenen Modellen zu interagieren. Das heißt, ich würde hier sehr einfache Prompt, eine textbasierte Instruction an mein Modell schicken und sagen, okay, ich hätte gerne ein kurzes Summary, aber ich hätte das Ganze gerne in zwei Sections. Einmal eine Zusammenfassung kurz und dann bitte noch einen Teil, wo die Termination Conditions beschrieben werden. Also wie kann ich einen Vertrag kündigen? Und ich habe auch hier wieder die Möglichkeit, auf mein Mesh zurückzugreifen. Das heißt, verschiedene Modelle zu nutzen. Ich kann hier einen Datensatz definieren, um Test Cases zu definieren. Ich könnte hier auch einige Frage-Antwort-Beispiele hinterlegen, also Few-Shot-Examples, um die Qualität meines Outputs zu optimieren. Und ja, wir kriegen hier in dem Sinne auch wieder die Context-Window-Meldung. Wir haben aber einige Beispiele, wenn wir einfach mal hier runtergehen als Test-Case. Wir kriegen hier eine Antwort von unserem Modell, die genau unsere Instructions berücksichtigt. Das heißt, hierüber haben wir die Möglichkeit jetzt in dem Sinne den Output zu tunen, die Qualität der Response zu beeinflussen über die Art, wie wir die Frage an das Modell stellen. Wir können ganz einfach verschiedene Modelle gegeneinander vergleichen und damit am Ende eine Entscheidung treffen, welches Modell passt für den gegebenen Use Case. Und ganz wichtig, wir können auch die Kosten, die mit der ein oder anderen API einhergehen, vergleichen, weil am Ende des Tages ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage, Alexa hatte es am Anfang schon gesagt, es macht keinen Sinn, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. GPT-4 ist ein sehr mächtiges Modell. Es gibt aber viele Use Cases, wo sehr viel kleinere, effizientere Modelle sehr wohl ausreichen, die einen Bruchteil der Kosten hervorrufen. Und hier in dem Sinne eine Abwägung treffen zu können, was ist die Qualität, was sind die assoziierten Kosten für einen gegebenen Use Case, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das letzte Thema, was ich ganz gerne noch kurz ansprechen wollen würde,
ist die Thematik Interaktion mit internem Wissen. Wir hatten es eingangs auch in dem Use Case gesehen. Wie könnte so ein Use Case bei uns in der Plattform realisiert werden? Das heißt, wir haben in dem Sinne unsere Vertragsdokumente und ich würde gerne, ich sag mal, die Möglichkeit geben, mit diesen Dokumenten zu chatten. Das heißt, offen Fragen gegenüber diesem internen Wissenskorpus zu stellen. Wie beispielsweise, wie kann ich meinen Vertrag kündigen? Oder Fragen der Art. Und ich weiß nicht, in welchem Dokument die Antwort darauf ist. Und das Modell selber ist nicht auf meinen internen Daten trainiert. Das heißt, es kann es nicht wissen. Das heißt, wie kann ich so einen Use Case realisieren? Wir haben die Möglichkeit, hier ein sogenanntes, eine vektorisierte Repräsentation unseres internen Wissens zu erzeugen. In DataIQ haben wir die Möglichkeit, hier einen Vector-Store anzubinden, das heißt eine Vektordatenbank, in der wir internes Wissen als Vektoren hinterlegen können. Und was passiert jetzt in dem Fall, dass ich eine Frage gegenüber diesem Wissen stelle? Am Ende wird die Frage als ein Vektor repräsentiert, die Frage an mein Modell. Und dieser Vektor wird mit den Vektoren in meiner Vektordatenbank verglichen. Und die Unterstellung ist, ähnliche Vektoren gehen über ähnliche Themen, haben eine ähnliche Bedeutung. Das heißt, wir extrahieren aus unserem internen Wissenskatalog die Teile des Wissens, die relevant sind oder ähnlich sind inhaltlich zu unserer Frage und übergeben dieses Wissen an unser Modell als Kontext, um die Frage zu beantworten. Und ich kann hier in dem Sinne verschiedene Modelle befähigen, mit diesem Vector Store zu interagieren. Wenn wir einfach mal in Prompt Studio widerspringen, wie könnte das zum Beispiel aussehen? Das heißt, ich habe hier verschiedene Vertragsdokumente und ich habe jetzt hier einfach eine Frage zu diesen Vertragsdokumenten. Und ich kriege eine Antwort, die basierend auf dem Trainingsdatensatz des Modells nicht unmöglich zu beantworten wäre, weil es spezifisch zu internem Wissen ist. Und hier auch ganz wichtig, in diesem RAG-Ansatz im Vergleich zu einem Fine-Tuning-Ansatz haben wir auch die Möglichkeit, die Quelle des Wissens zu referenzieren. Und das ist, glaube ich, gerade bei LLMs ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil LLMs dazu neigen, durchaus auch Antworten zu erfinden, wenn sie es nicht wissen. Einfach, weil sie darauf incentiviert sind vom Trainingsprozess. Das heißt, hier die Möglichkeit zu haben, zu validieren, was ist die Quelle, die genutzt wurde, um eine Antwort zu formulieren, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um am Ende auch Vertrauen in diese Modelle zu schaffen. Okay, damit würde ich ganz gerne zum Ende der Demo kommen. Vielleicht nochmal ganz kurz als Zusammenfassung. Ich meine, wir haben gesehen, wir haben in einer gewissen Weise ein Spannungsfeld. Wir brauchen für verschiedenste Use Cases die Möglichkeit, auf verschiedenste Modelle schnell zugreifen zu können. Und es gibt nicht das eine Modell, was für jeden Use Case der beste Fit ist. Es kommt immer auf den Use Case an und es kommen sehr, sehr schnell neue und wir brauchen die Agilität, diese Modelle schnell anbinden zu können und ich sag mal einen Governance Layer darüber zu legen, um sicher mit diesen Modellen interagieren zu können. Und wir müssen auf der anderen Seite sicherstellen, dass die Breite der Organisation befähigt wird, diese Technologie schnell zu adaptieren für verschiedenste Prozesse, für verschiedenste Use Cases. Und am Ende ist, glaube ich, ein großer Teil dieser Use Cases durchaus relativ simpel und kann auch klickbasiert durch Fachexperten im Fachbereich realisiert werden. Es gibt sicherlich Use Cases, die durch Data Scientists, ML Engineers etc. realisiert werden müssen. Aber am Ende verfolgen wir mit der Plattform genau das Ziel, hier die Einstiegshürde zu reduzieren und in dem Sinne so dieses Spannungsfeld zu adressieren und soweit es geht aufzulösen. Und damit würde ich zurück an Alexandra geben und danke fürs Zuhören. Danke dir, Philipp. Und damit kommen wir auch schon zum Ende. Also, was ist ganz wichtig für uns? Architektur und Infrastruktur, Prozesse und Policies und Organisation und Mitarbeiter. All dies sind aus unserer Sicht die Hauptthemen, die den Business Value vorantreiben, natürlich auch im Bereich Generative AI. Und falls Sie irgendwelche Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Und damit übergebe ich wieder an Stefanie. Vielen Dank schon mal für den spannenden Einblick. Es war echt super interessant. Während des Vortrags sind deswegen auch schon einige interessante Fragen eingegangen. Mit Blick auf die Zeit müssen wir jetzt ein bisschen den Turbogang einschalten, aber ich fange direkt mit der ersten Frage aus dem Publikum an.
Und zwar fragt jemand, auf welcher Technologie, auf welchem Modell oder auf welchem Anbieter basiert der MHP Coworker aus dem gezeigten Video? Der kommt, mal korrigiere mich, aber vom normalen Azure Stack, also OpenAI. Perfekt, das war eine schnelle Beantwortung. Deswegen direkt zur nächsten Frage. Und zwar, können Sie bitte konzeptionell erklären, wie bei der Verwendung eines LLM sichergestellt werden kann, dass Informationen geschützt bleiben und nur derjenige Mitarbeiter sichtbar gemacht wird, die diese Informationen haben darf? Da bin ich nicht ganz sicher, ob es an den Philipp geht, sozusagen wie man es technisch sicherstellen kann oder wirklich rein auf konzeptioneller Ebene. Aber so generell, wenn man es auf konzeptioneller Ebene betrachtet, wirklich ganz wichtig, dieses Governance-Konzept komplett durchzuziehen. Also angefangen davon, welche Daten sind für den Einzelnen sichtbar und dann auch, wenn das Modell genutzt wird. Das hat ja auch der Philipp gezeigt, dass wir hier gucken, dass die LLM-Modelle nicht alles einfach geschickt bekommen können, sondern wirklich da auch pro Modell geschaut wird, dass zum Beispiel sensible Daten geschützt werden. Also verschiedene Ebenen, die im Governance-Kontext relevant sind. Mike, ich weiß nicht, ob du da was ergänzen möchtest? Nee, das passt, glaube ich. Also, dass man das einfach über Rollen abdeckt, dass wirklich nur die Personen darauf Zugriff haben, die am Ende des Tages auch darauf Zugriff haben sollen. Und das kann man dann auch wieder relativ einfach ändern. Also es sind ja nur rechte Rollen, die man vergibt. Und die kann man dann auch natürlich wieder auch entziehen. Niemals auf Personenbasis, ja. Perfekt. Ich glaube, das hat die Frage sehr gut beantwortet. Und noch eine allerletzte Frage, und zwar, wie würde das LLM-Mesh aussehen, wenn SAP-Use-Cases umgesetzt werden sollen? Grundsätzlich, wie gesagt, in der Plattform gibt es die Möglichkeit, Daten anzubinden und Modelle anzubinden. Und Daten, die angebunden werden, können erstmal in sehr unterschiedlichen Quellsystemen liegen. Wir haben Konnektoren zu Daten in der Cloud, in relationalen, nicht-relationalen Datenbanken, aber auch zum SAP-Ökosystem. Das heißt, hier steuern wir über Rollenkonzepte die Integration in Storage, also Datenbank-Backends, und wir steuern entsprechend über Rollen, wer kann auf diese Daten zugreifen und wer kann mit welchem LLM interagieren. Und über diese Kombination des Rollenkonzepts sowohl mit Daten als auch den LLMs kann gesteuert werden, welche Use Cases kann ich auf meinen Daten potenziell auch in einem SAP-Ökosystem realisieren. Vielen Dank euch für die Beantwortung. Ich sehe gerade, dass die ganze Zeit noch Fragen eingehen, aber keine Sorge, die bereits gestellten Fragen leite ich sehr gerne an unsere Referenten weiter und sie melden sich dann nochmals, um die Fragen dann persönlich zu beantworten. Falls sich im Nachgang zu heute auch noch die ein oder andere Frage auftun sollte, scheuen Sie sich auch nicht, sich nochmal persönlich bei unseren Referenten zu melden. Die Kontaktdaten können Sie ja auch den Slides entnehmen. In diesem Zuge möchte ich mich auch nochmal herzlich bei unseren Referenten bedanken, besonders bei Ihnen, Herr Schützbach. Schön, dass Sie heute in unserem Deep Dive zu Gast waren. Es war wirklich sehr spannend, euch zuzuhören, da wir langsam auch an das Ende unserer Websession gelangen. Hier noch einmal der kurze Hinweis auf unsere kommenden Deep Dives im Oktober und November. Am 26.10. hören wir einen spannenden Deep Dive mit dem Titel KI Power für die Produktion, so steigern Sie Effizienz und Qualität mittels visueller Inspektion. Am 16.11. haben wir einen Deep Dive namens Der Weg zum Net Zero, meistern Sie die Dekarbonisierung Ihres Unternehmens. Und am 23.11. erfahren wir mehr zur Digitalisierung in der Lackiererei, Der Weg zur Zukunft mit Painted. Auf der nächsten Folie sehen Sie den Link zu unserer Mediathek, wo Sie jederzeit Zugriff auf die Präsentationsunterlagen haben und den Link für den Videomitschnitt dieser Session, den wir in Kürze wie immer auch auf YouTube veröffentlichen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Web-Session. Ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag und freue mich schon auf den nächsten MHP Deep Dive mit Ihnen.